Hey Chris, mit der Burger der 9 von 10 ist jetzt bei Urban Ranch. Truckst du? Nein. Truckst du dann im Laden? Nein. Für die Likes? Nein. Für die Abonnenten? Nein. Warum bist du so? Und wenn wir es gemeinsam tun? Okay. Falls mit Chris im Partner-Look. Das ich wollte deinen Bauch filmen. Ey, what the fuck? Ich wollte doch bloß deine Hand greifen. Ach so, das ist doch gleich. So, wir haben uns drin hereingehockt und wir haben, also Flo und ich zumindest, haben uns den Thanos geholt. Das ist der Double Patty, Triple Cheddar, Beef Bacon, Home Ranch Soße, Honig karamellisiert, Zwiebeln, Tomaten, Rucola. Der klingt halt schon geisteskrank. Ups, wir haben uns drin reingehockt, also ich finde den Hintergrund halt schon sehr nice hier. Auch wenn eigentlich so technisch gesehen nicht viel Platz ist, sieht es eigentlich schon sehr geil aus hier. Wenn ihr mehr Food Vlogs sehen wollt, einfach liken und ein Abo da lassen, ne? Couscous. Aber was hast du dir bestellt? So dasselbe wie du. Mit Thanos? Mhm. Also kannst du mir eine Sache erklären? Thanos. Wir haben alles gleiche. Ja, okay, dann. Mit der Bewertung alles gleich. Habe ich das richtig mitbekommen? Eikut hat einmal Pommes für mich bestellt und dann für sich French Fries. Ja, Bro, ich sag so einmal normale Pommes und einmal French Fries. Ja, Digga. Scheiße. French Fries ist Pommes. Ja, Digga. Scheiß drauf, Digga. Du hast jetzt wirklich nicht die Pommes fallen lassen, Digga. Nee, das waren deine French Fries. Das waren meine French Fries, Digga. Sieht hier voll geil aus. Wir sind zu fünft. Tja, Tarek. Wer zuletzt kommt, sitzt auf Schoß. So, weil Tarek eben gerade voll die Szene im Burgerladen gemacht hat, hocken wir jetzt doch draußen. Er bestellt jetzt einen Burger. Wieso das? Wieso diese Konsistenz? Sonst kriegst du mehr in den Mund rein. Das Fleisch ist gar nicht lecker, die Soße ist richtig gut. Und das Fleisch ist aber ein bisschen zu irgendwie knusprig, ne? Ja, das ist Medium ja, oder so. Das ist ja extra so, Smashburger. Die sind ja so eigentlich. Ja, hab ich gewusst. Ach du Scheiße. Hab ich gewusst, ich mach einen Foodblock, ich weiß das. Komm, Chris, probier auch. Warte, wir machen so. Trapezier, die Duppi. Ich halte so Trapezier das eine Ende mit Duppi-Soße. Nein. Trapezier das andere Ende. Schnell. Cool. Dann halt nett, Digga. Pommes sind okay, aber diese Soße ist geil. Mmh. Ey, dieses Fleisch, ne? Diese Knusprig, ey, ist so geil. Hab ich irgendwo schon mal gehört. Chris, was sagst du? Der war schon lecker, also für Smashburger war das schon richtig gut. Schnell, aber so 9, denke ich schon. 9? Tarek, was sagst du? Der ist gerade wohl. Ich weiß. Den Hörner ist ja besser. Das ist so eine 7. 8. Krass. Ja. Ich sag 9,5. Burger. 9,5? Ja. Aber Pommes 8. Ich sag overall Rating 8 von 10. Wir haben uns spontan entschieden, Boot zu fahren. Wir fahren jetzt mit so einem E-Scooter dahin. Hoffentlich kriegen wir nicht aufs Maul. So, wir sind jetzt angekommen. Und wie war's? Roller fahren beste. Ja, damit Frisur so zeigt es auch. Sieht gut aus. Danke, Bro. Hast du Wasser zu? 500 Meter. Ja. Das sind Dings für den Scooter. Ich war mit jemandem, ich hab keinen Bock jetzt zu zahlen. Michael und Tarek fahren zusammen. Sieht aus wie ein Ehepaar. Oh, da war was drüben.
Hä, hey, was ist los? Warum kann er denn mit dir nicht fahren? Ich hab mich festgehalten. Dabei waren meine Zeigefinger auf seinen Nippel und es hat ihn so gestört, dass er einfach stehen bleibt. Hä? Lass es doch einfach. Nee. Lass es zu, Digga. Lass es zu. Digga, warum piepst dieses Ding? Und wie bist du Millionär geworden? Ja, also ich dachte mir, die Jungs aus Speyer sind gekommen. Ich fahre eine Runde mit meinem Boot hier rum. Chris darf heute auch fahren. Boah, krass. Was denn? Ich habe schon das Gefühl, dass die Neigung so runtergeht, weil ich hier sitze, so, Digga. Hey, viel Spaß! Danke! Oh mein Gott, dieser Pullover! Dieses Pullover! Das war unser Zettel. Boah, Tarek, hast du so Angst? Tarek, das ist doch nur eine Spinne. Arme, Digga. Das ist unser Zettel weggeschmissen. Auf diesem Zettel stand so die Notfalltelefonnummer von dem Typ, falls Motor abkackt oder so. Ich habe Foto davon gemacht. Spider-Man. Ja, und jetzt habe ich zum Glück dieses Foto gemacht. Willst du die umbringen? Oh. Was machst du? Mach die mal weg, Alter. Mach die weg, Alter. Ja, chill mal. Fick die. Du hättest sie auch direkt einfach hier töten können. Die ertrinkt jetzt einfach wegen dir. Du hast gerade eine Spinne. Du bist auf Camp, wie deine Spinne tötet. Als ob ich das reinschneiden kann. Chris? Hier nach rechts zum Teppich. Chris, hör auf. Denkst du, diese Wellen hitten uns oder was? Diese Wellen können uns gar nichts, Marek. Oh Mann, was ist das? Nein! Digga! Alles unter Kontrolle. Jetzt den Direktvergleich mit Goldies. Ist auch ein Smashburger. Schauen wir mal. Tarek hat im Vorhinein gesagt, dass der Burger, den wir eben gerade gegessen haben bei Urban Ranch, besser gewesen sein soll. Sehen wir mal. Guckt euch diese Schlange an. Chat, sage ich. Dazu. Da werden wir jetzt unser Essen bestellt und ist jetzt in Zubereitung. Hier kann man das sehen. Also das hier oben ist dieser Super Smash und hier unten ist Double Cheese. Noch eine Info, die wollen, also Danny Ziel ist es im Prinzip so nah an Maggis zu kommen wie es geht, also einfach nur den Cheeseburger geil, noch geiler. Ich muss sagen, ich krieg schon so Maggis Feelings, aber das Fleisch schmeckt schon gut. Ja. Das schmeckt schon gut und ja, mit diesem Tomatenketchup, ne? Ja. Und da ist schon viel Cheddar drauf, Digga, das ist richtig geil. Das sind auch diese Potato Buns. Die gibt es halt in Deutschland. Ich muss aber sagen, für den Preis schon arschteuer, gell? Ja. Was haben wir gezahlt? Ich habe für 2 Burger und Getränk 18 Euro oder so. Ich habe 19 Euro gezahlt. Ich war auch irgendwie so mit dem Dreh 19 Euro.
19, 20 Euro für zwei Burger und ein Getränk, Chat. Also, das ist Cheeseburger-Größe eigentlich. Das ist wirklich kein großer Burger. Ja. Also, Burger ist eigentlich groß. Hier? Oder wo? Spaß, das ist alles von dir gerade näher, oder? Ja. Ohne Spaß? Ich weiß nicht. Das ist jetzt ein super Smash. Also, ich habe jetzt gerade nur Fleisch gegessen. Ich schmecke richtig diesen Pfeffer raus. Ich sage jetzt nicht, dass es mir nicht gefällt oder so, aber man ist halt schon sehr penetrant. Und für so einen Aal wäre das schon zu scharf, sage ich mal. Also, wenn man Urban Ranch damit hier vergleicht, ist Urban Ranch wirklich schon Längen besser. Vor allem, genau der Preis. Und was man geboten bekommt, ist halt wirklich winzig. Weiß nicht mehr. Es hat eigentlich gut geschmeckt, aber Menge ist halt scheiße. Also ist zu klein für mich. 5, 6, so. Die Sache ist, ich würde auch so eine. So eine 7, eine gut gemeinte 7 würde ich geben. Eine gut gemeinte 7. Okay, also auf Fastfood-Niveau würde ich sogar nachgeben. Wenn ich das jetzt mit Maggis vergleiche. Wunderbar. Wie heißt der Laden? Achso. Was? Wer ist der Laden? Wonderwaffe. Wir sind bei Wonderwaffe. Was hast du bestellt? Waffeln. So, wir haben uns jetzt Waffeln jetzt noch zum Abschluss gegönnt. Die kommen dann gleich. Werdet ihr dann auch sehen. Ich hab richtig Bock. Oh, was hast du da draufgepackt? Blaubeeren. Blaubeeren, was Oreo, Neues. Mango. Ja, ist ja ganz crazy. Wie Chris im Bett. Eigentlich wären wir jetzt schon hier an der Stelle fertig gewesen, aber wir essen jetzt hier bei Kebab-Chi noch einen Döner. Für den Content. Für den Content, Digga, natürlich. Ich habe gar keinen Hunger mehr, ich bin richtig satt, aber für den Content wird jetzt nochmal ein Döner gefatzt, wo Tarek sagt, dass er geisteskrank ist. Was würdest du denn geben, bevor wir den essen? 10. 10? Ja. Okay, so sieht er aus in Frankfurt. Let's go. Warte. Sag mal kurz, was hast du geholt? Cranberries. In allen? Uh-huh. Es sind beiden Cranberries. Ja. Was ist das für ein Fleisch? Beef. Einfach Cranberries. Eins ist mit Samurai-Soße und Knoblauch und das andere ist mit Cocktail und Knoblauch. Was ist das hier mit? Weiß ich nicht. Ich möchte es selbst ausprobieren. Ich finde das Brot geil. Die Soße ist okay. Leute, ich kann nicht mehr. Ich habe so viel gegessen. Und das nur für euch. Also wenn da kein Like und kein Abo kommt, dann weiß ich auch nicht, Digga. Kommentiert man mit, keine Ahnung. Mit I. Mit I. Wie kann man so viel essen, ja. Ich muss sagen, ich würde dem Döner so jetzt spontan 7,5 geben. Weil das Brot halt sehr geil ist. Fleisch ist an sich nicht verkehrt, aber da fehlt ein bisschen Würze. War leider trocken. Die Soße war jetzt auch nicht so geil. Die Cocktailsoße. Aber was sehr interessant war, war dieser Twist mit diesem Cranberry. Auch wenn man sich glaubt, es hat dem Ganzen so eine Süße gegeben und ich fand es an sich nicht verkehrt. Tarek hat gemeint, an einem anderen Tag wäre es besser gewesen. Ist halt leider immer so. An manchen Tagen ist es halt gut, an manchen ist es schlecht. Und wir hatten auch nicht das frischeste Fleisch, also da wurde es nicht direkt abgeschnitten, sondern es lag dann schon so ein bisschen und da ist klar, dass es ein bisschen trocken ist. Aber so an sich nicht verkehrt. Ich glaube 7,5 ist eigentlich schon fast zu hoch. Wobei, ich habe ja gesagt. Du hast nur 10 von 10 gegeben. Ich habe ja gesagt, nee, aber heute habe ich ja gesagt, wenn du deinem eine 7,5 gibst oder 7, also ich sag, ist unser locker eine 8 oder 9, einfach allein wegen der Samurai-Soße gewesen. Irgendwie sagst du dieser Cocktailsoße. Das hat einen riesen Unterschied. Das muss ich auf jeden Fall auch sagen, ja. Also würdest du auch eine 8,5 geben, oder was? Ja, 8,5 Richtung 9. Wenn das Fleisch noch ein bisschen saftiger gewesen wäre, safe 10, Digga. Vielleicht kommen wir irgendwann nochmal vorbei, aber auf jeden Fall ist ein Spot, den man auf jeden Fall in Frankfurt abchecken kann. Das ist auch eher unscheinbar. Also ich denke, den kennt man nicht so. Ja, und ich glaube, ab hier wird auch schon der Vlog enden. Ich glaube, ich werde da gar nichts mehr aufnehmen. Wir gehen jetzt noch Shisha rauchen bei Sang und ja. Nicht vergessen, einen Kommentar dazu lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.